Alter, lass mich zufrieden, du Sau. Was soll's, hau euch aufs Maul. Ich brauche sowieso eure Materialien für weitere Asgards. Beziehungsweise ich muss das andere Chassis mal an meinem Nahkampf-Mac testen. Ob der damit besser klarkommt. Ich meine, das ist, wenn ich meine Macs hauptsächlich mit ein, zwei Chassis nur ausstatte, anstatt zu mixen, gibt es wenigstens mal einen einheitlichen Look. Klar, Verstärkung. Warum auch nicht? Ich glaube, hier brauche ich nicht allzu viel Subtilität. Wir gehen rein, brechen sie auseinander und fertig. Keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung ist. Ah, nice. Ich habe ihn getroffen, als ich aufs Gebäude gehüpft bin. Worin mit rennt er eigentlich da rum? Schild und Schrotflinte. Okay, das ist gut, dass ich das nicht abgekriegt habe. Ich bin gerade nicht sicher, aber kann das sein, dass der hier gerade hinfällt? Ja, gestürzt. Der Panzer auch. Die Raygun zwingt Leute zum Stürzen? Das ist interessant. Der Panzer sagt gar nichts. Ich habe es völlig verbockt. Ist immer noch gebrauchsfähig? Unterkörper und gestürzt. Der Ejected, der fällt hin.
Ach du Scheiße, die bringen immer mehr 7er Teile aufs Feld. Ich meine, ein bisschen weniger Schutz. Nee, mehr Schutz. Ein bisschen weniger Geschwindigkeit, so rum ist das. Und sie kommen von Grund auf mit Kühlkammer. Das heißt, eigentlich können die Waffen nehmen, die extrem hitzeintensiv sind. Den ich drin habe, gibt die meiste Energie, das heißt, damit kriege ich auch die meiste Geschwindigkeit raus. Aber Reichweite, Geschwindigkeit 10 und Boost 15 müssen reichen halt. Ich weiß ja nicht so recht. Die Reichweite ist nicht so prall. Ich möchte meine taktische behalten. Oh, das hat so einen richtig schönen Glanz. Das erinnert mich an alte Spielzeuge, die ich immer hatte, die auch metallische Farben drauf hatten. Ich hatte davon, ich glaube, Micro Machines, ein Panzer, der so ähnliche Farben hatte. Das war so ein Spielzeug, das hatte ein Micro Machine Van und da konnte man so ein zusätzliches Gehäuse draufpacken, dann hat man einen Panzer gehabt. War sehr witzig. Es gab noch ein zweites davon mit einem Truck, der einen größeren, mehr postapokalyptischen Truck dann als Gehäuse hatte. Ich weiß gar nicht, wie die Dinger genannt waren, aber ich weiß noch, dass es Micro Machines waren, wenn ich mich ganz irre. Zumindest daran erinnere mich das von den Farben her, weil der war auch so niederlich. Ich weiß nicht, ob das ein extra Leuchteffekt ist oder ob das von der Umgebung einfach nur reflektiert wird. Minimal weniger Intaktheit, dafür mehr Barriere. Vielleicht ist das Chassis doch noch besser. Eigentlich ist die Wärmeableitung von dem Ding hier nicht so toll. Deswegen würde ich eigentlich wirklich sagen, welches Gehäuse war das jetzt? Das war der Helge. Der Helge ist wahrscheinlich sinnvoller für Nahkampf-Max, weil mehr Geschwindigkeit und Barriere, die mir auch bei Geschossgeschichten helfen. Und ich habe nicht so viel Wärmeableitung leider, weil Chassis schwer. Aber für den Protektor, der relativ selten
Bis man keine extreme Hitzeentwicklungswaffe hat, ist das, glaube ich, sinnvoll. Schade, dass sie einen Schlag weniger Dings hat. Ich kann keine Waffen mit extremen Hitzeentzeugung mitnehmen. Eine bessere Stoßfeuer wäre natürlich nett. Das heißt, für den Priestess muss ich das andere Chassis nochmal herstellen. Und für ihn hier auch nochmal vielleicht ein Asgard. Bei ihm bin ich mir nicht ganz sicher, dass wenn ein Raketenwerfer dann so gut ist, aber das müssen wir dann rausfinden. Das kann man ein paar blaue Teile. Max sind alle repariert, ab ins Dorf. Sechs Einheiten, ja okay. Mit ein bisschen Glück bringt mir die Dingens auch was dafür. Ich muss den Setting einmal ausprobieren in der Konfiguration. Beim letzten Mal, als ich im Dorf gekämpft habe, hat mir das arge Probleme bereitet. Deswegen habe ich jetzt einfach mal auf diese Heimatwachenverstärkung zurückgegriffen. Für den Fall, dass die doch ein bisschen heftiger sind, als ich denke. Aber am Ende wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass ich die Typen einfach so in den Dreck treten kann, ohne mich groß anzustrengen. Obwohl die teilweise bessere Ausrüstung haben sollten als ich. Ja, da fängt schon wieder an. Gebäude beschützen vor allem. Und Verbündete sind unterwegs. Yay! Was haben wir denn hier für Dreck? Okay, der hat ein Scharfschützengewehr. Oder, ne, Moment. Ne, doch, Scharfschützengewehr. Zwei Panzer, einer davon mit einer Schrotflinte. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein Scharfschnitzel, Sturmgewehr und nochmal ein Flak. Was mich immer wundert, ich habe halt keine wirklichen Luftdeko-Smech. Jetzt sagt ihr mir sogar an, welche Gebäude ich beschützen muss. Das heißt, alle anderen dürfen fröhlich niedergetrampelt werden. Der Feuerwaffe ist Raketen. Das sehen weg. Sieg dir fröhlich mal einen durch den durch. Na, der wird zersicht. Eine Menge Raketen hier.
Wahrscheinlich werden sie zu spät da sein. Okay. Der hat die Geschosse von dem reingekriegt. Das heißt, seine linke Seite ist völlig am Arsch. Ah, er hat ihn getroffen. Wunderbar. Und es fliegen jede Menge Raketen. So, ein bisschen erschütter ich ihn genug damit, aber das bezweifle ich irgendwie. Hätte ich gesagt, würde ich hier gar nicht großartig was machen. Na, einfach weiter rennen. Was hindert dich, Pfeife, eigentlich daran, den Typen anzugreifen? Das ist ein Maschinengewehr. Das heißt, du sägst ihn wahrscheinlich in zwei Hälften oder sowas. Volle Zerstörung von dem Mech. Hätte ich lieber anders gehabt, aber scheiß drauf. Warte da. Tatsächlich hält die Asgard-Rüstung bei dem ganz schön was aus. Schön in den Mangel nehmen. Wie der hier gerade seinen eigenen Kollegen zersägt. Er hat ihm die Beine weggezogen. Oh, der ist noch im Takt.
Nochmal, ey. So. Okay, er wollte es nicht anders. Mehr aus. Oh gut. Ach, das ist von meinem Verbündeten. Keiner braucht die verdämmigen Teile von dem. Nachdem sich darauf gelegt hat, nähert sich ein Stadtbewohner deiner Basis. Hinter ihr siehst du Menschen, die Kisten stapeln. Du hast schon so viel für uns getan, sagt sie, aber ich habe noch eine weitere Bitte. Die ehemalige Regierung hat uns beauftragt, diese Rezepte zu den Menschen in einer nahegelegenen Siedlung zu bringen. Aber wir konnten sie seit einer Woche nicht mehr erreichen. Kannst du uns helfen? Sie erklärt weiter, dass die Menschen dieser Siedlung aufgrund von Blockaden sonst keinen Zugang zu Medikamenten haben und auf diese Lieferung angewiesen sind. Okay, dann also diese Rezepte, die sie da haben, sind wohl eigentlich eher Dinger, ja. Okay, Folge der Spenden. Sie werden Ihnen helfen, gegen jede Besatzung in der Stadt zu kämpfen. Auf nur 5 kostet mich 70 Vorräte. Ich kann es ablehnen, das macht Minus-Dings, oder ich werde sie ausliefern. Ja, keine Ahnung. Ich mache mal das, was mich keine Zeit kostet. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob ich zu einer anderen Stadt fahren muss, die sonst wo ist. Das lassen wir mal lieber. Problem ist, dass ich viele Sachen nicht ersetzen kann. Na gut, kann ich jetzt einen Helge herstellen? Ja.
alle vier Basis nicht schon eingenommen? Ah, ne, ich hätte den Außenposten eingenommen. Aber alles davon bietet mir jetzt im Augenblick Vorteile. Wenn sich der Pilot von einem bravösen geführten Schlachterhund geht, der Mechaniker hinein, um den Sender vom Netz zu nehmen. Wenig später kehrt das mit seinem Grinsen zurück, von denen werden wir in dieser Sache nichts mehr hören, sagte er. Hoffentlich wird es ihre Modalen einen Schlag versetzen. Hoffnung 1. Ich bin in das Dings reingefahren und da haben sie genau das gemacht nochmal. Warum auch immer. Frag mich nicht. So, ich werde jetzt unbedingt meinen Priestess, wobei den Namen muss ich mal ändern. Ja, Tux gefällt mir schon irgendwie. Okay, die Geschwindigkeit ist auf 4 runtergesunken. Das ist nicht so gut. Dann ist das Chassis zu schwer. Ich weiß nicht, ob ich mit 6 Geschwindigkeit glücklich werde mit dem Ding. Ich meine, die Panzerung ist massiv. Was passiert, wenn ich den Schwalin austausche? Ich habe gerade keine alternative Waffe, weil ich alles geschrottet habe, was ich hatte. Aber in der Theorie könnte das sehr witzig werden. Das geht doch eigentlich, oder? Ich meine, die Kalve-Explosion ist jetzt keine übermäßig tolle Waffe, aber es hilft schon mal, ein bisschen Schaden anzurichten mit dem Ding auf Entfernung. Ich weiß ja nicht. Es muss irgendwie ein besseres Chassis für einen Nahkämpfer geben. Finden wir beim nächsten Mal raus. Ich meine, ich kann noch ein paar herstellen, ja. Das war das Helge, der Asgard. Es wäre schön, sie würden mehr dazu schreiben, damit man weiß, woran man ist, wenn man jetzt wirklich so ein Ding herstellt und was für Werte das hat. Aber das haben sie leider nicht eingebaut. Naja. Da sind erbeutete Vorräte. Cool. Muss ich hin. Aber das werde ich beim nächsten Mal machen. Ich sage dieses Mal erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.